Ich finde, Sport ist immer was für Kopf und Geist. Also das ist Kopf und Geist auf der einen Seite und für den Körper auf der anderen Seite. Es ist immer beides. Dadurch, dass ich ja selbst C-Jugendtrainer war, selbst Fußball gespielt habe, ich finde, vielleicht ist es auch eine subjektive Wahrnehmung, aber wenn du selbst Sport betrieben hast und dann beispielsweise, weiß ich nicht, jetzt als meine Arbeit im Dezernat, ich habe einfach auch unheimlich vieles mitbekommen, was ich positiv nutzen kann in der Frage Zugänglichkeit zu Menschen, die Frage von Empathie. Also tatsächlich laufe ich auch beispielsweise gar nicht mit Musik. Waren ja viele mit Musik und so. Ich brauche eigentlich die Ruhe. Gerade so entlang des Grüns am Wald oder Gartenanlagen. Einfach für sich sein. Oder vielleicht mit ein, zwei Freunden tatsächlich über alles Mögliche, Gott und die Welt zu reden oder einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Und das auch kennen. Und mir fällt zum Beispiel auch oft, wenn wir oft Besuch haben, auch vom Städtetag oder einfach Leute, die hier zu Gast sind, Freunde, Bekannte. Das, der erste Eindruck oft ist, Frankfurt ist eine unheimlich grüne Stadt. Also mit den ganzen Parks, mit den Grünanlagen, die wir haben. Weißt du, auch so die ganze Richtung Wallanlagen, Innenstadt, auch das kannst du ja nutzen Richtung Main raus und dann quasi wieder zurück in die Innenstadt. Du kannst, wir reden ja immer oft, wenn wir über den Main reden, auch über die Gestaltung des Mains, reden wir über den Innenstadtmain. Aber Griesheim, Höchst, die liegen ja auch direkt am Main, haben super Laufstrecken. Also von daher glaube ich schon auch in den Stadtteilen, die Leute, die es oft machen und sich auskennen, schätzen glaube ich auch die Vielfalt dieser unterschiedlichen Laufstrecken. Ich glaube, es ist auch für jeden was dabei. Es zeigt sich ja auch letztendlich bei unseren ganzen Laufveranstaltungen, ob es der Frankfurt-Marathon, JP Morgenlauf oder die Frankfurter Runden sind. Es gibt ja in Frankfurt unheimlich viele gute Laufwege. Beispielsweise auch am Main. Deswegen finde ich auch ganz cool. Wir haben jetzt den JP Morgenlauf-Marathon, aber auch die Frankfurter Runden, die ja wirklich den Main als Main-Arena nehmen. Und das merken Sie ja auch, wie stark mittlerweile der Main, das Wasser, aber einfach die Straßen, der öffentliche Raum, auch beim Radklassiker als Sportarena genommen werden. Also wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, beispielsweise hier rüber zu kommen, rüber zu fahren, am Nidderpark zu laufen, weil es einfach wirklich groß, schön grün ist und im Anschluss tatsächlich mich nochmal bei Blau-Gelb extra reinzusetzen. Wenn ich da die Zeit habe, mache ich das. Ansonsten, wenn es schnell geht, einfach entweder in Höchst dann entlang des Mains, hat sich immer angeboten, also mir Bornheim und dann einfach in Richtung Bornheimer Hang. Unterm Strich muss ich aber sagen, das mache ich mittlerweile viel zu wenig. Das ist auch, ja.